Bist du versehentlich in Aber gelandet oder so? Was ist jetzt los? Du bist gerade live bei RTL Harald, Nacht. Nein, du fährst, dann fährst du auf die falsche Spur. Ja, ja. Willst du jetzt drehen? Ja, ich drehe jetzt, natürlich. Drehen. Was soll ich denn anders machen? Wo Scheiß Hubschrauber, verpiesel dich! Ich kann die Schilder nicht sehen. Ich glaube, ich sehe euch da hinten. Ich hab doch keine vorne. Zeit. Ja, da siehst du wahrscheinlich nur mich. Ich bin der Einzige, der hier noch runter. Also mein Name sagt jetzt rechts, aber ich muss ja nach Zürich. Das wird so geil, der Zusammenschnitt aus den verschiedenen Videos hier. Frage Harald, wo ist der Treffpunkt in Nürnberg? Ich weiß nicht mehr, wo Nürnberg ist momentan. Frag mich doch nicht, wo der Treffpunkt in Nürnberg drehen. Ist. Ja, ja, es ist ja nur so eine Frage. Harald, nein, möchte wieder woanders hin. Ich bin ein bisschen im Stress gerade hier. Ach, Geschwindigkeitsüberschreitung für den Arsch, ey. Okay. Da kommt was entgegen. Wo ist der Doc? Ist der Doc nicht mehr? Sie sollten umgehend eine Tankstelle aussuchen. Also ich weiß nicht, also... Ich hab mir eingebildet, er hätte gezeigt, ich soll abbiegen. Jetzt sagt er, ich soll wieder zurückfahren. Weiß der Geier, was er will. Also Rocklox, wenn du mir gefolgt bist, dann Zürich einfach fahren. Geradeaus. Ja, ich weiß, ich fahre ja noch Nürnberg, aber ich sehe dich nicht mehr. Ich hab dich gerade noch gesehen. Oh, ja, ja, ich werd, glaube ich, gleich gebannt. Ja, ich auch. Der hat angehalten schon, der eine. Oh, oh, schneller fahren. Ja. Ja, die melden euch gerade. Pass auf, da kommt jetzt jede Menge entgegen hier, Leute, wenn ihr auf der falschen Gegenspur seid. Ich sag jetzt einfach mal, Treffpunkt ist in Nürnberg in der Garage. Können wir gerade nur noch hier der Kasching von dem alten Kassenbad. Trinity, ja. Links, dann abbiegen. Okay, danke. Oh Mann, ey, da kommen Höllenkurven, das sieht aus wie eine Darmschlinge hier. Ich glaube, ich kotze. Tja. Und Wrong bergab. Way, da wurde schon einer gebannt wegen Wrong Way und Blocking. Ja. Das geht's. Die Schlinge zieht sich immer enger zu. Ja, und da kommen euch jetzt drei gleich entgegen. Hier steht noch einer auf dem... Warte, da vorne ist ganz kurz kein Asphalt, glaube ich. Dann würde ich direkt rüberziehen. Ja, toll. Ich bin auch ungefähr noch eine Meile hinter dir. Ja, ja. Gib Gas. Ach du Scheiße, da vorne. Dieses kleine Stückchen, ne? Ja, ja. Das geht schon. Ja, das geht schon. Super. Ja, ja. Okay, ah, nee, okay. Alles klar. Ja. Ich sehe. Ja. Ihr seid doch alle krank im Schrank, ey. Ich hab noch 77 Liter Sprit. Was meiner ist noch? Oh, Scheiße! Krass. Oh! Oh! Oh, Scheiße, ey. Was ist? Ah, nix. Ich bin ein bisschen, die Kurve ein bisschen zu hart angegangen und bin ein bisschen auf die linke Spur gekommen und dann kam so ein Idiot gegen ihr, mir da entgegen da. Oh, oh. Verbotenerweise. Okay. Der war deutlich auf meiner Seite, das kann ich im Video beweisen. Ja, ich weiß. Ich war schnell. Okay. Gut, bin er da. War schön geradeaus, Spielbär. Oh, wo ist es, Nürnberg? Geradeaus, immer schön. Trinity auf der und Lassi? Auf der, ja. Fahrt ihr jetzt nach Zürich? Nein. Wir fahren hinter dir her. Ja. Okay, wisst ihr, wo ich bin? Hoch. Ja, die Serpentine hoch, oder? Wieso denn hoch? Ich fahr runter. Ja, wir sind doch so 3 Meter hinter dir. Ja, wir haben hier so eine Schnarchnase. Ja, komm, Geschwindigkeitsbereitung im Arsch. Ach, hat er dich auch erwischt, mich auch. Ja. Landstraße, ey. Das ist ja wohl nicht zu fassen. Rocklocks, ich mach mal ein bisschen langsamer. Ja, ich fühle mich jetzt ein bisschen unter Druck gesetzt, von wegen, wer zuerst in Nürnberg ist und so, verstehst du? Tja. Wir kommen eh nie an. Ich werde gebannt Tank. Vorher. Die Letzten werden die Ersten sein. Gott sei Dank fährt die Schnarchnase jetzt hier ab. Also nochmal tanken ist vielleicht ein bisschen zeitlich nicht drin. Jo, Boxenstopp. Nürnberg, ich sehe es auf der Karte. Schneller. Was? Ja, nice. Ihr cheatet doch. Kann ja gar nicht sein. Ja, ich nicht. Ich auch noch nicht. Wir sind sicher schneller als ihr. Wir sind also ich bin gerade Höhe Stuttgart. Also genau genommen sehe ich das Nürnberg. Ich bin gerade Stuttgart hier. Ja, da ich bin ich schon Höhe durch. Ihr seid doch alles bescheißer Cheater. Wie dann viel hast du? Noch mal Guten, wie viel Geld hast du? Wie viel? 126 Millionen. Ja, liebe Zuschauer, noch Fragen? Hä? Noch Fragen? Moment, 286.000. Moment, ich hab... Moment. 998 Millionen. Ja, ich hab auch 301 Millionen, aber die sind nicht gecheatet, die sind wirklich hart verdient. Ich hab über 20 Niederlassungen, ich hab über 100 Fahrer mit Trucks, die holen für mich die Kohle rein, hoch 10. Harald, bist du auf der Autobahn jetzt nach links oder rechts aufgefahren? Also keine bei mir Ahnung, ist alles echt... Richtige Richtung jedenfalls. Bei mir auch. Richtung. Scheiß Motor, Fehlfunktionsgescheißdrecke hier. Nürnberg!
Ich fahre dann nach Schwabach. Wo bin ich geboren worden? Was? Ja. Schwabach. Ja. Ja, Wahnsinn. Da glaubt man nicht, dass der Ösi aus Deutschland kommt. Ja, ja, das kennen wir. Das behaupten die alle, die Ösis. Ja, ich sehe auch das Nürr. Ich sehe das Nürr. Na gut, wenn ich die Karte rauszoome, sehe ich auch. Und ich sehe den Dock. Ich sehe den Dock. Ich sehe den Dock. Okay, ich sehe es nicht. Ja, ich sehe auch das Nürr. Nürr. Ah, ich sehe schon Nürr mehr. Aber ich habe nur noch 44 Liter im Tank. Ja, das geht. Du hättest vorhin tanken können. Das sehe ich schon. Nein, dann wäre es nicht Ortsschild so. Ach so. Ach, ja, diese Motorfehlfunktion geht mir so auf den gerade mal ausnahmsweise einen Puls von 50 zu bekommen. Kann man denn dann nicht einfach rollen lassen irgendwie und dann nur ab und zu mal Gas geben? Geht das nicht? Man kann den Rückwärtsgang schalten, weil dann verbraucht er gar nichts. Ja, verdammt, ich bin geblitzt worden. Wieso sagt mir das keiner? Weil wir zu rasen müssen, um mal an Harald wieder ranzukommen. Ja, aber hättest du doch sagen können, Conny. Ihr müsst nicht rasen, ihr könnt das ganz entspannt angehen. Ja, natürlich, weil wir euch eh nicht mehr erwischen hier. Das ist ja einfach nicht fair. Das ist ja einfach, das ist Wettbewerbsverzerrung. Oh, Achtung, Motorsport. Wir sind erst nach München gefahren, also wir haben es dann im letzten Moment noch kapiert. Also. Ich bin über New York gefahren. Harald, die wollten nur nicht, dass du sie überholst. Das ist es. Bestimmt. Ja. Toller Konvoi. Rockdog, du kannst überholen, wenn du möchtest. Was haben wir denn jetzt eigentlich? 8 Konvois mittlerweile, oder? Ja, ich kann leider nicht hupen. 8 einzelne, aber keine Konvois. Ey, wo ist denn dein Trailer? Du Cheater! Voll verkauft! Mit allen Mitteln! Das ist eine Pussy, ist das fährt der hier ohne Trailer rum. Ja, Harald! War schon abgelaufen. Nee, Rockdogs. Ja. Der war schon wieder. Den hat sich die Ding geholt. Ja und meiner auch. Egal. Hauptsache was. Oh, dislike, de Abo. Ich lasse Ausfahrt Nürnberg. Pussy. Ich glaub's ja nicht. Ja, Gurten ist okay. Gurten wird disqualifiziert, weil kein Sprit. Ja komm, 128 Millionen gecheatet. Der muss mit mehr als 100 Liter ankommen. Darf ach, nicht Quatsch. Hauptsache, dann tanke ich in Nürnberg halt. Hauptsache, du kommst doch irgendwie auf den Hof gerollt. Hauptsache, der Haken ist, wenn es Gooden nicht schafft, kann ich ja noch weiterfahren. Verdammt. Gooden kann so, dass Spielberg auch einen Unfall baut. Hätte sich Harald nicht verschwanzt, dann wären wir bestimmt auch schon weiter. Wir mussten ja umdrehen. Ach, jetzt bin ich wieder. Ja, natürlich. Du warst der Führer. Derjenige, der die Verantwortung trägt. Du seid ja nicht gefahren, wie ich Salzburg gesagt habe. Ich meine, wenn es nach mir gegangen wäre, wären wir nach Zürich. Ja, aber nein. Halt, ne? Leipzig, Nürnberg, Prag. Also ich sehe schon, das wird nichts mehr hier. Ich schon gleich. Aber es hat da so einen auffälligen Trailer, da sehe ich ihn wenigstens noch die Farbe zumindest. Nürnberg, das Ortsschild. Warte. Oh, ich sehe Nürnberg. Ich habe euch alle verarscht, ich bin schon bei der Werkstatt. Oh, mein Spiel ist eingefroren. Nee, oder? Ja, doch. Ah, nee, Moment, es geht weiter. Ja, das hat bei mir auch immer so angefangen. Also, Werkstatt haben wir jetzt schon besucht. Da stehe ich, ne? Habt ihr mich gesehen, ne? Ja. Warte mal. Harald, deswegen ist jetzt in Nürnberg so viel los, weil der Harald schon an der Werkstatt steht, deswegen kommen wir nicht mehr in die Stadt rein. Alles klar. Ja, seine Fans von zu Hause begrüßen ihn schon. Harald ist jetzt zu Hause. Ja, ich könnte jetzt einen Unfall provozieren und mich abschleppen lassen. Erstmal auftanken. Ja. 20 Liter habe ich noch. Dann beamst du mich wahrscheinlich schon nach Nürnberg, oder? Ihr seid alles Cheaterschweine und die Motorfehlfunktion habe ich wieder hier, Mann. Ich cheate nicht. Ausfahrt Nürnberg, juhu, ich bin Dritter. Ja, ich auch. Was, du bist Dritter? Rocktalks. Ja, du bist raus. Nein, damit nicht. Ja, du bist disqualifiziert. Ohne Trailer ankommen geht ja mal nur gar nicht, ne? Kommen wir noch schnell an. Nee. Das heißt nur der Truck. Nur der Truck muss ankommen. Ja. Nein. Die Regel hast du gerade neu geschrieben. Nichts von Trailer gesagt worden. Da war der rote Ampel. Na, hier, dann fährt er einfach über eine rote Ampel auch noch rüber. Ich glaub's ja nicht, doch. Also wir haben uns an die Verkehrsregeln gehalten, zumindest meistens eine Spielbär. Ja, so ungefähr gut, 40% der Zeit. Werkstatt-Vertreffpunkt, oder? Ja. Wie ist er da gleich? Ich fahre überhaupt nie wieder zur Werkstatt. Ich brauche sowas nicht.
Also wir haben uns immer dann an die Regeln gehalten, wenn wir nicht Geisterfahrer gemacht haben. Bis ich grün habe, damit er bei Rot rüberfahren kann, oder was? Was ist das für ein Penner? Ein Auftragsmörder von mir. Die gibt's doch in Wirklichkeit auch. Ja. Aber jetzt mal ganz ernsthaft, gewonnen ist ja dann, wenn er den Auflieger abgeliefert hat. Ihr wisst ja gar nicht, wo ich fahre. Ja, das ist dann natürlich ein Problem. Ich muss meinen Auflieger nämlich in Straßburg abliefern. Habt ihr gehört? Ja. Ihr müsst natürlich an der Stelle hin, wo ich meinen Auflieger abliefer, weil sonst bin ich schneller. Ja, aber wo ist er denn? Ja, das habe ich gerade eben just im Moment verdrängt. Stimmt, diese Regeln hatte ich auch vergessen. Komm, wir machen Abfangjäger. Ja, aber Trinity, wir haben es auch geschafft. Ja. Und aber das ohne Cheaten à la Rocktox. Genau. Ich cheat doch nicht. Stellung. Ich sehe dich nur nicht mehr, Darcy. Ich hab dich verloren. Ich hab dich gerade noch auf der Brücke gesehen. Du bist gerade unter mir durchgefahren. Ja. Oh oh, mein Motor hat sich echt nicht besorgt. Scheiße. Ja. Mach jetzt erst scheiße. Ach scheiße. Warte mal, seid ihr das? Nee. Fahr einfach an die andere Seite lang. Nein? Ein Holländer am Zaun. So viel Zeit musste sein, ich muss mal kurz aussteigen. Das war sehr lustig. Ihr wisst ja immer noch nicht, wo ich abliefere, ne? Oder? Nö. Ihr habt gewonnen, wenn ihr dort seid. Dann gebe ich euch den Sieg. Ja, wo ist das? Er steht da vorne rechts. Bist du das, Darcy? Müsst ihr euch halt aufteilen und raten. Ich stehe jetzt so ein Steinbrett. Ich fahre die Eiskalt bei Rot rüber. Was ist denn das hier in Nürnberg? Was, nee, was wohnt hier für ein Volk? Oh! Das ist ein anderer Konvoi. Aber das... Warte mal, Nürnberg? Gehört Nürnberg eigentlich zu Bayern, oder? Ich hätte doch da abfahren sollen. Wollte Bayern. Hallo! Ja. Ja, ich weiß nicht. Ich sehe euch nicht. Nürnberg gehört doch zu Franken, ne, oder? Ja, ja, Franken geht ja trotzdem Bayern. Ja, dann das erklärt so manches, warum die hier bei Rot fahren hier und der. So. Ja, guten. Wo ist der Harald? Ja, mein alter Gefährte. Ah. Der Harald parkt gerade ein. Fahren wir halt so. Ich glaube, ich weiß, wo es ist. Bleibt ja nur noch eine Stelle. Jedenfalls für mich. Ja, also ich fahr zur zur Werkstatt. Oh, Motor-Fee-Funktion. Scheiße! Beim Einparken! Hä? Hast du den Namen geändert? Nee. Harald greift auch mit schon zu rabiaten Mitteln. Und was sagt er? Toller Rabel! Immerhin. Ein toller Rabel. Das heißt, ich habe... Verdammt. Ich habe zwar keinen Gewinn gemacht, weil wenn ich jetzt meinen Truck reparieren lasse, dann habe ich das wieder weg, aber ich habe Erfahrungspunkte gekriegt. Ha! Ja, also ich habe eben gerade 57.000 für die Reparatur bezahlt. Ich, keine Ahnung, ich habe mich schon das dritte Mal heute repariert. So, nächste Werkstatt, da seid ihr, ne? Also ich bin nee, warte, warte, Werkstatt, warte, ja. warte, ich komme. Ich komm. Ja, toll, jetzt fahre ich wieder Rocktox hinterher hier. Das ist die Kurve war ein bisschen eng. Ups. Kommt er denn her? Ja, ich habe ihn gefunden! Juhu! Ah! Du Penner, was machst du auf meiner Seite? Ja, lol. Oh Gott, da kommt einer. Ja, ich bin Erster. Okay, ich bin der Zweite. Ich mal meinen Auftrag ab hier. Und nochmal Harald schon reingefahren. Weg, guten. Der guten, ey. Du liegst auf der Seite. Ah, da ist ja der Spielbär. Ja. LKW müde, LKW ah, da kommt ein Darcy an. Aber verdammt, da kann ich durch. Wolltest du mich rammen oder was? Nein, ich wollte Gas, einfach nur schnell sein. irgendwie, ich lenk zwar, aber meine Reifen tun nichts mehr. Ich glaube, die Aufklärung ist im Arsch. Wie sieht's denn aus jetzt? Wollt ihr nicht zur Werkstatt kommen für ein Abschlussbild? Ja, doch, ja, also ich bin an der Werkstatt. Ich bin auf der Werkstatt, ja. Tupidu! Ich bin gleich auch an der Werkstatt. Maschine ist anders aus. Anders geht's nämlich nicht mehr. Ja, musst du teleportieren, der Kuhn. Okay. Ah, so, ist in der stabilen Seitenlage. Okay. Jetzt wird's spannend. Achtung. Autsch. Okay, ich hab wieder mal Verlust gemacht. Hoppala. Ich kaufe mir einen neuen Truck. Ich komm um die Kurve. Alle weg, alle weg, alle weg, alle weg, alle weg, alle weg. Autsch. 65.000 Öcken, ey. Cool. Das sind einmal gut minus 10.000, ey.
Ja, für so eine lange Tour ist das doch gut. Moment, was musst du sagen, für so eine lange Tour und dass Trinity vor mir war. Ja. Macht mal die Rückwärtsgänge raus. Ach, jetzt blockiert hier einer die Einfahrt, ne? Das glaube ich nicht. So, mein LKW ist wieder heile. LKW geht's gut. Gunnar hat sich schon einen neuen Trailer geholt, oder was? Nö, der muss eigentlich nach München. Ach so. So, wen haben wir denn da? Ich grüße Dr. X, Steve hier. Guten Tag. Oh, Jensen, Lulu Mucki, Darcy, Spielbär LP, RLP, Rock Talks, Kunden LP, Jako Akamafi, Sanka, Simu4U, ach, der ist auch da. Daniel Redelberg, Ita, ach, was der Geier. Ach, scheiße, jede Menge schon da. Wieder an der Lampe. Ja. Seid ihr alle da? Ja. Nein. Ja, also fast, also so beinahe. Ja. Ich bin noch auf dem Weg nach Nürnberg. Okay. Neues? Ja, ich habe mich ein kleines bisschen verfranst. Ja, ich sag ja, Frauen, ne? Frauen und Karte lesen und dann, naja, Frauen kommen ja immer ein bisschen später. Naja, dann verabschieden wir uns, oder? Dr. X, ganz viele Dislikes von Frauen. Nein, ich liebe Frauen und ich bin nicht frauenfeindlich, aber diese Sprüche müssen einfach kommen. Also, ich werde jetzt hier die Abschiedsrede mal kurz halten. Ich sag danke fürs Mitfahren, Trinity. Jo, ciao, ciao. Dann haben wir hier Spielwehr LP. Danke und ciao. Dann habe ich hier den Dr. X. Ja, von mir auch. Tschüssikowski. Dann habe ich hier noch den Rock Talks. Danke, ciao, ciao. Den Darcy. Jo, ciao. Was ist das für ein Idiot? Ach, das bin ja ich. Und irgendjemand habe ich noch vergessen, oder? Guten, wo bist du? Hier, ja. Steht jo, in mir drin. Danke und ciao. Alles klar, dann sagt der Guten auch noch ciao und ich sage auch ciao und dann bis zum nächsten Mal, ne? Schönes Luftbild zum Abschluss. Ich bin weg. Tschüss. Tschüss. Ciao, ciao. Bye, bye. Ciao.